herzlich willkommen zu einer nächsten Koch-Odyssee. Cheyenne hat sich wieder überreden lassen. Was wir heute machen ist, was machen wir? Hähnchen, Polenta dazu, Bohnen, Reis. So mal, lassen wir die Gewürze mal außen vor. Ganz grober Workflow von dem ganzen Zeug, was wir brauchen, seht ihr irgendwo da eingeblendet. Wir haben ein kleines bisschen was vorbereitet schon, und zwar den ganzen Hähnchenkram. Sind ja Hähnchenschenkel mit den ganzen Gewürzen, der Limette, packt das in so einen Ziploc-Beutel rein, mischt das einmal wild durch und dann haut das eine Stunde oder so in den Kühlschrank oder länger, also je länger marinieren, je besser. So vielleicht nach 2-3 Tagen würde ich es aber mal machen. Dann wird es ein bisschen eklig, also eine Stunde auf jeden Fall drin, wenn es ein bisschen länger drin können halt. Haltet super! Was machen wir? Wir haben 3 Sachen. Wir haben das so ein kleines bisschen aufgeteilt. Ich kümmere mich um... Um was kümmere ich mich? Ja, Hühnchen habe ich ja schon gemacht. Reis. Das heißt, was wir hier machen, wir nehmen eine halbe Zwiebel, ein bisschen Knoblauch nach Geschmack, viel hilft viel, packen das in einen Topf, ein bisschen Olivenöl, schwitzen das so ein bisschen an, sodass es halt glasig ist. Dann kommt trockener Reis dazu, ich habe jetzt eine Tasse voll genommen, das dazu, bis er so ein bisschen braun ist. Dann einmal Wasser drauf, aufkochen lassen, runterdrehen, dass es ein bisschen köchelt, Deckel drauf, 20 Minuten. Salz, Pfeffer drauf, ein bisschen abschmecken und fertig. Nächstes ist der Polenta-Kram, also Maisgrieß. Ihr nehmt da ein bisschen was, so 3 Esslöffel von, in eine Pfanne hauen, Olivenöl dazu, anbraten, bis es ein bisschen braun ist, Salz, Pfeffer dazu, dann ist das auch fertig. Kurz zum Hähnchen nochmal, das Ganze kommt bei 200 Grad, 20 Minuten, 22 in den Ofen. Guckt drauf, bis es geil aussieht. Wenn es nach 20 Minuten noch nicht braun ist, dann lasst noch ein bisschen. Wenn es schwarz ist, hab das verkackt. Das war meine Aufgabe, ne? Ja, das war deine Aufgabe. Genau, ich kümmere mich ein wenig um die Bohnen. Das heißt, ich nehme meine halbe Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, schneide es zurecht, werfe das in meinen Topf und lasse das dann auch ein bisschen glasig werden. Danach nehme ich mir eine Dose von den Bohnen, zermatsch die mit dem Knoblauch und den Zwiebeln. Gemüsebrühe kommt dazu, lasst es ein bisschen köcheln und dann kommt der Restboden so mit drauf und das war es eigentlich auch schon. Ja. Ja. Würzen. Ein bisschen würzen, ein bisschen Öl. Was kommt denn da noch dran? Schreiben wir dazu. Check nur, dass am Ende wird das vernünftig rauskommen. Es sollen 5 Portionen werden, gucken wir mal. Kriegen wir hin, oder? Ja. Dann schmeißen wir deine Krimskrams mal in den Ofen. Ah, so ein bisschen Reihenfolge wie immer, das was länger braucht und nichts, fangt da an. Das heißt zuallererst das Chicken nehmen, ab in den Ofen, 20 Minuten Timer einstellen, dann ist die Geschichte erstmal erledigt. Und dann, wenn ihr jetzt nicht wie wir alles gleichzeitig macht, nehmt dann zuerst den Reis, setzt den schon mal auf, den könnt ihr dann nämlich auch in Ruhe lassen. Dann die Bohnen, das braucht ein bisschen mehr und ganz am Schluss schnappt ihr euch das Polenta-Zeug. Das dauert ganz, ganz kurz, ja, nur bis ein bisschen braun ist und dann war es das. Also Reihenfolge, Hähnchen, Reis, Böhnchen, Polentchen. Ja. 3, 2, 1, los. Kleines bisschen Vorbereitung, weil wir gerade merken, es geht alles schneller als gedacht. Schaut, dass ihr am Anfang wie immer erstmal diese ganzen Sachen auspackt und schon mal hinlegt. Ja, also die ganzen Bohnen schon mal aus den Dosen rausholt, die Brühe macht. Einfach, dass ihr schon alles da liegen habt, ne? Schon mal alles geschnitten habt,
bevor ihr anfangt, was zu machen. Wir können es jetzt retten, weil wir zu zweit sind. Aber alleine schneidet den Kram einmal vor, legt das hin und dann passt das. Jane, was kommt denn in deine Bohnen dann noch rein? Was kommen da in Gewürzen rein? Wenn ihr Basilikum da habt, dann Basilikum, Paprika, Salz, Pfeffer. Ja. Und das nach Belieben würzen. Kremskrams dann. Und zwar Trommelwirbel. Mark! Chicken! Geil. So, verteilen wir mal das alles. Wir werden jetzt aber ein Problem kriegen. Das passt da nicht rein. Das passt da gar nicht rein. Nee. Das heißt, wenn das nicht reinpasst, also eins davon nasche ich gleich, deshalb ist das egal. Was ich hier jetzt einfach machen würde, wenn das noch nicht fertig, also wenn es noch nicht reinpasst, abkühlen lassen, Fleisch abziehen, reinschmeißen, fertig. Dann hat man auch die Nagerei nachher nicht. Ja, wenn ihr große Dosen habt, fertig. Oder ihr nehmt das Ding einfach, tut es extra irgendwie in den Kühlschrank und packt es dann nachher da drauf. Wie da eure Logistik so aussieht. So, Schein, los geht's. Schöne Farbenkombi. Schöne Farbenkombi. Gut. Packen wir drauf. Wie immer, abkühlen lassen, bevor es in den Kühlschrank geht, sonst wird es eklig. Lasst es schmecken. Vielen Dank, Cheyenne. Bis bald. Gut, mach was.